Ja, ihr Lieben, Jurassic World Chaos Theory erfreut sich aktuell wirklich einer unfassbaren Beliebtheit und immer wieder bekomme ich von euch in den Kommentaren auch geschrieben, dass die Serie oder generell die Netflix-Animationsserien von Jurassic World um Welten bessere Arbeit leisten als die Filmtrilogie. Und da muss ich sagen, das sehe ich ähnlich. Ja, ich mag die Netflix-Animationsserien um einiges mehr als die Filme. Und obwohl Jurassic World Chaos Theory uns ja wirklich in einen Pool von mysteriösen Umständen wirft, bekommen wir in der allerersten Staffel noch nicht auf jede Frage wirklich eine Antwort gestellt. Unter anderem erwähnt Ben einfach mal so nebenbei, dass er eine Freundin hat. Das Ganze wird hier und da immer wieder humoristisch aufgearbeitet mit Leuten, die es überhaupt nicht fassen können, dass Ben jetzt wohl vergeben ist. Und Ben regt sich dann darüber auf und fragt sich, warum ist das für euch alle so was Besonderes? Tatsächlich aber könnte das ein gewaltiges Foreshadowing auf Staffel 2 zu Jurassic World Chaos Theory werden. Und da quatschen wir jetzt mal hier drüber in diesem Video. Ich gehe nämlich ganz stark davon aus, dass niemand Geringeres als Maisie Lockwood tatsächlich die Freundin von Ben sein könnte. Und wie ich darauf komme, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Lasst mich, bevor das Video jetzt losgeht, aber noch einmal ganz kurz klarstellen, dass die ein oder andere Theorie da draußen, die kann ich mir so nicht vorstellen. Ich werde jetzt hier nicht sagen, das ist auf gar keinen Fall so, auch wenn die Theorien, die ihr mir geschickt habt, zum Teil wirklich abstrus sind. Allerdings haben wir noch nicht wirklich viele Anhaltspunkte in Hinsicht dessen, wer denn jetzt wirklich Bens Freundin sein könnte. Ihr habt mir zum Beispiel geschrieben, Tobi, kann es sein, dass die mysteriöse Raptoren-Lady möglicherweise Bens Freundin ist? Also da würde ich vielleicht tatsächlich sagen, auf gar keinen Fall. Das würde nicht passen. Das wäre erstmal ein sehr seltsamer Move, das so einzuführen. Und es würde auch nicht passen, weil Ben sieht sie ja, also Ben erkennt ja die Raptoren-Lady. Er erkennt in ihr allerdings keine Person, die er schon kennt. Das hätten wir auch in der Serie gemerkt, deswegen nein, die Raptoren-Lady wird nicht Bens Freundin sein. Eine andere Theorie von euch ist gewesen, Tobi, was ist denn, wenn Bens Freundin tatsächlich auch Brooklyn gewesen ist? Dann hätten wir jetzt irgendwie so ein Dreierspiel zwischen Kenji und Darius. Die haben ja noch ein bisschen was aufzuarbeiten, denn wir wissen auch immer noch nicht, ob Brooklyn Darius Liebe erwidert hat. Das wird ja nur in der Serie mal ganz kurz angerissen. Kenji spricht dann Darius ebenfalls darauf an, ob nur er in Brooklyn verliebt war oder ebenfalls auch andersrum. Und bevor aber Darius eine Antwort geben kann, wird dann die Situation unterbrochen. Ich schätze mal, dass hier ebenfalls etwas aufgebaut wird, was für Staffel 2 nochmal wichtig sein wird. Darius und Brooklyn mögen was miteinander gehabt haben können. Sollte jetzt allerdings auch noch Ben etwas mit Brooklyn gehabt haben, beziehungsweise sie als seine Freundin betiteln, das wäre irgendwie, es wäre sehr seltsam. Dann hätten wir jetzt so ein Story-Gewand mit einer Dreierbeziehung und drei Männer lieben eine Frau und das wäre dann dieses RTL-2-Niveau Gedöns. Ich glaube, nein, dass das im Endeffekt auch nicht stimmt. Ich gehe davon aus, dass niemand Geringeres als Maisie Lockwood tatsächlich die Freundin von Ben sein kann. Beziehungsweise es ist nicht unrealistisch, dass das letztendlich so gedeichselt wird. Und das Ganze hier ist natürlich nur eine Theorie, die ich jetzt aber auch stützen werde. Aber bitte behalte das im Hinterkopf, eine Theorie kann falsch liegen. Das liegt in der Natur einer Theorie. Ich habe mich allerdings mit der Frage auseinandergesetzt und bin dann irgendwie bei Maisie hängen geblieben. Weil ich habe mir gedacht, okay, warum halten sie das so geheim? Also es wird erstmal die Freundin von Ben, die wird glaube ich zwei oder dreimal in der Serie adressiert und dann wird darauf aber nicht mehr wirklich groß eingegangen. Das Ganze hat so Stranger Things Feelings, wenn euch das was sagt. Da gibt es auch eine Figur, die heißt Dustin, die erzählt irgendwann auch, dass er eine Freundin hat und keiner glaubt es ihm. Susie hieß sie glaube ich in der Serie und dann wird Susie aber nochmal relativ wichtig für die gesamte Geschichte, zumindest dann eben zum Ende hin dieser einen Staffel. Und ich glaube, dass wir sowas Ähnliches haben. Ich glaube, dass die Freundin von Ben an sich noch einmal eine Rolle spielen wird. Und warum wird das jetzt hier schon so angerissen, aber eben nicht weiter ausgeführt? Die Antwort ist relativ simpel. Das ist einer der verschiedenen Aufbaublöcke für die kommende Staffel. Und ja, natürlich habt ihr auch alle recht, Staffel 2 kann tatsächlich möglicherweise noch dieses Jahr rauskommen. Ich wusste nicht, dass Camp Cretaceous ebenfalls 2 Staffeln in einem Jahr veröffentlicht hat. Das war mein Fehler. Aber vielleicht bekommen wir jetzt ja im Juni schon den ersten Teaser zu Staffel 2, weil um den 8. Juni hin, das wurde mir zumindest mitgeteilt, sollen wir eine Ankündigung aus dem Jurassic-Universum bekommen. Entweder den Titel des neuen Jurassic-Films, schätze ich mal, oder vielleicht tatsächlich die Verkündung, dass Staffel 2 von Chaos Theory noch dieses Jahr erscheint. Wie komme ich jetzt also auf die Idee, dass Maisie Lockwood die wahrscheinlich heißeste Kandidatin dafür ist, Bens Freundin zu sein? Naja,
Das Ganze hat genau zwei Gründe und diese zwei Gründe besprechen wir jetzt einmal hier in dem Video und dann könnt ihr ganz zum Schluss vom Video mal selber in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das nachvollziehen könnt oder ob ihr eben sagt, nee, da ist noch zu viel Interpretationsspielraum in allem mit drin. Meine Theorienstütze Nummer 1 sind zwei Romane, die noch offiziell im Jurassic-Kanon verankert sind. Da habe ich extra nachgeschaut gehabt. Und zwar heißen diese beiden Romane einmal Off the Grid, das ist eine Geschichte, wo wir Maceys Story zwischen Jurassic World 2 und Jurassic World 3 weiterverfolgen. Und dann gibt es noch einen zweiten Roman, der nennt sich The Yosemite Six. Und ja, tatsächlich, ich bin hier durch den Namen des Romans auch auf die Idee gekommen, denn The Yosemite Six und Nublar Six, da ist schon sehr viel Ähnlichkeit dahinter. Tatsächlich will ich aber hier gar nicht mal mehr auf den Namen eingehen, weil ich habe da jetzt keinen Zusammenhang gefunden, dass das irgendwie ein und dieselbe Gruppe sein könnte und auch nicht, dass im Roman irgendwie ein Foreshadowing betrieben wird, dass Macy möglicherweise dann der Brooklyn-Ersatz wird in Staffel 2, während dann die gesamte Gruppe gegen Brooklyn vorgehen muss. Worauf ich hierbei einfach nur eingehen will, ist, dass Yosemite Six ein Roman ist, der nach den Ereignissen von Jurassic World Dominion spielt. Dieser Roman erzählt Macys Geschichte also weiter. Und ja, dieser Roman erzählt Macys Geschichte allerdings auch nicht zu Ende. Das heißt, wir haben jetzt hier noch eine weitere offene Lücke von einer Figur, die scheinbar wichtig genug ist, um aus ihr zwei Romane zu machen und eine Geschichte alleine auf ihren Charakter zu fokussieren. Macys Geschichte in den Filmen wird sehr wahrscheinlich nicht mehr fortgesetzt werden, da die Filme ja laut immer noch hartnäckigen aktuellen Gerüchten keinen großen Bezug mehr auf die Ereignisse aus den vorhergegangenen Jurassic-Abenteuern nehmen wird. Das heißt, was bleibt uns jetzt noch übrig? Die Jurassic World Chaos Theory Netflix Animationsserie. Das wäre der perfekte Platz dafür, um die Geschichte von Macy weiter und auch zu Ende zu erzählen. Staffel 2 könnte uns tatsächlich noch einmal auf die Isla Sorna zurückbringen, wo Macy dann bestimmte Anforschungen über ihre eigene Mutter durchführen wollen würde. Möglicherweise könnte man auch die gesamte Story mit Charlotte Lockwood mit MentaCorp verbinden, denn da haben wir auch schon ein Foreshadowing bekommen in Staffel 1 von Chaos Theory, als Darius dann die Unterwasserlabors von MentaCorp erwähnt. Und somit könnte Macy quasi ein Schlüsselpunkt dafür sein, dass sie ja bereits bestimmte Informationen hat über alle Geschehnisse. Also sie steckt ja wirklich wesentlich tiefer noch in der Story mit drin, als es die Nublar 6 oder eben die Nublar 5 an sich selber machen. Ben könnte also darauf eingehen, dass seine Freundin ihnen bei ihrem kommenden Abenteuer weiterhelfen kann und das könnte Macy sein. Aber halt, ich bin noch nicht fertig, wir haben noch ein zweites Indiz. Wisst ihr noch damals, als der allererste Leak zu Jurassic World Chaos Theory rausgekommen ist, wo wir noch gar nicht genau wussten, wie die Serie wirklich heißt? Und nein, ich rede jetzt hier nicht nochmal von dem Sydney Leak, denn das haben wir jetzt hier schon ein paar Mal besprochen, für den Fall, dass du noch nicht weißt, worum es geht. Es wurde einfach schon vor Ewigkeiten ein Leak gedroppt, wo es um eine Sydney ging, die bei einem Vorfall am Lockwood-Anwesen ihren Arm verliert. Das sollte der Ankerpunkt für eine kommende Jurassic World-Serie sein. Inzwischen wissen wir ja, Sydney hat es so nie gegeben. Das war immer ein Tarnname für Brooklyn, denn die hat im Endeffekt dann genau diese Story hier erhalten. Das war allerdings nicht der einzige Leak, den wir damals bekommen haben. Wisst ihr noch, als wir darüber gesprochen haben, dass jetzt ein offizielles Casting beginnt für die neue Jurassic World-Serie? Und damals dachten wir auch, okay, klar, wenn die Nublar Six eben nicht mehr zurückkehren, brauchen wir jetzt neue Figuren. Das heißt, auch Sydney müsste ja neu gecastet werden. Dafür brauchen wir jetzt erstmal Synchronsprecher. Heute wissen wir es ein bisschen besser, denn im Endeffekt ging es in dem Casting darum, logischerweise neue Figuren aus Jurassic World Chaos Theory für ihre Stimmen zu casten, aber ebenfalls auch Brooklyns und Kenjis Stimme im Original neu zu besetzen. Da die Synchronsprecher dieser beiden Figuren in der aktuellen Netflix-Serie eben nicht mehr zur Verfügung standen. Unter anderem wurde uns damals aber von demselben Leaker der Leak mitgeteilt, dass niemand Geringeres als Isabella Salmon mit bei diesem Casting anwesend gewesen sein soll. Und ich hatte damals schon gesagt, dass meine Vermutung ist, dass wir in Chaos Theory Staffel 1 einen kurzen Auftritt von Macy bekommen werden. Vielleicht so einen kurzen Side-Auftritt, dass sie auch mal vielleicht nur ihre Stimme leiht für irgendein Telefonat oder ähnliches. Das haben wir allerdings nicht bekommen. Tatsächlich haben wir aber den Fakt bekommen, dass Ben eine Freundin hat, die wir eben noch nicht kennen. Sollte Jurassic World Chaos Theory Staffel 2 dann jetzt tatsächlich schon im September diesen Jahres veröffentlicht werden, können wir also davon ausgehen, dass Staffel 1 und Staffel 2 relativ parallel zueinander produziert wurden. In diesem Fall könnte genau diese Macy-Theorie hier wieder komplett ins Schwarze treffen.
Und ich erinnere euch nochmal dran, dass bisher von diesem einen Leaker die beiden anderen Leaks komplett gestimmt haben, wenn man die halt ein bisschen umwurschtelt. Wie gesagt, es gab nie eine Sydney und ähnliches. Aber im Großen und Ganzen waren das ja die offiziellen Story-Leaks plus eben auch, dass ein neues Casting veranlasst wurde. Das hat ja ebenfalls gestimmt, nur einfach aus anderen Gründen, als wir uns das gedacht haben. Wenn das Ganze stimmt, fragen wir uns einfach mal, warum sollte Isabella Salmon vor Ort gewesen sein, wenn sie nicht irgendwas damit zu tun hätte? Das ist auf jeden Fall meine Theorie zu Bens Freundin und ihr könnt mir jetzt mal gerne in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr davon haltet. Oder habt ihr vielleicht andere Theorien, die würde ich auch sehr gerne lesen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.